Hallo, hallo, Echo. Hört ihr das? Echo. Unglaublich, gell? Ihr wisst, was das ist? Das ist ein Maschendrahtzaun. Ja, richtig, Maschendrahtzaun. Und der ergibt in Summe ein Wurfgitter. Hier wird fertiger Kompost durchgeworfen. Ich gebe immer 4-5 Schaufeln drauf, nicht zu hoch, weil sonst an der Seite vorbeifällt. Doppelte Arbeit brauchen wir nicht. Dann nehme ich hier dieses Werkzeug. Ich glaube, im Volksmund wird das als Heil bezeichnet. Ich sage immer Hackenschaufel dazu. Es ist so eine Haue. Worum geht es heute? Wir haben in den letzten Tagen dramatische Meldungen vernommen von Ernteausfällen, 50-60%, manche Regionen sogar 100% Ernteausfall. Alles geht den Bach runter. Das heißt, ich erwarte mir für diesen Herbst, für diesen Winter, wenn der Euro zusammenbrechen sollte, aber das wird er erst 2021 tun, aber wenn die Lebensmittelpreise steigen werden, eine Verknappung natürlich der Kartoffeln, Karotten, Zwiebel, bla bla bla, Mais, alle diese Feldfrüchte, die jetzt so schlecht geerntet wurden. Gut, wir brauchen sie nicht. Wir haben hier eigenen Kompost. Jeder, der ein paar Quadratmeter Garten hat, kann sich seinen eigenen Kompost bauen. Hier habe ich 2 Kubikmeter, das sind die Gartenabfälle. Hier gebe ich rein in den Thermokomposter die Küchenabfälle. Der wird noch ungefähr 3-4 Wochen brauchen, dann ist er fertig. Und hier habe ich nur mal zwischen abgelagert Grünschnitt und gehäckselte Späne. Und das wird in Summe im nächsten Frühling Karotten geben. Ihr seid Karotten. Ganz genau. Zwiebeln zu mir. Das sind die Zwiebeln. Und da, die Kartoffeln. Alles da, was wir wollen. Wir brauchen den Supermarkt nicht mehr. Wie hat das seinerzeit, war das Schiller im Götz von Berlichingen so schön formuliert? Daher kommt auch das legendäre Götz-Zitat. Sag deinem Hauptmann, er könne mich, Punkt, 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 und schließt das Fenster. Ende.